Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Olaf Müller-Michaels. Ich bin Professor für Wirtschaftsrecht an der FOM-Hochschule und setze hiermit meine Videoserie zum Europarecht fort. Dieses Video ist der zweite Teil zu den EU-Organen. Wir haben uns in dem Video davor, ist verlinkt, mit den drei an der Gesetzgebung beteiligten Organen, dem Parlament, dem Rat und der Europäischen Kommission beschäftigt. Und in diesem zweiten Video möchte ich mich mit dem Europarat, dem Europäischen Rat, den Gerichten, nämlich dem EuGH und sonstigen Organen beschäftigen. Vielleicht zuerst der Europarat, wenn wir uns den mal angucken. Da geht es eigentlich im Wesentlichen darum, dass Sie nicht den Europarat als EU-Organ bezeichnen. Es ist ja ein bisschen verwirrend, wenn man jetzt allein diese Mindmap sieht, ist da dreimal Europa und Rat irgendwas. Nämlich wir haben den Rat der EU, wir haben den Europarat und den Europäischen Rat. Es ist ganz wichtig, dass man diese Organe voneinander unterscheiden kann. Das wird leider selbst in der Presse, selbst in der Tagesschau, überall merkt man, dass die Leute das falsch machen. Das ist natürlich nicht so schön, gerade wenn Sie Wirtschaftsrecht, Jura oder irgendeinen Rechtsstudiengang machen, dann wird von Ihnen erwartet, dass Sie diese Begriffe auseinanderhalten können. Und der Europarat, meine Damen und Herren, ist überhaupt kein Organ der Europäischen Union. Er hat mit der EU überhaupt nichts zu tun. Die EU ist nach dem Vertrag von Lissabon dann dem Europarat beigetreten, aber das ist auch im Prinzip alles. Also der Europarat ist kein Organ der EU, sondern eine eigene internationale Organisation, die sich den Schutz der Menschenrechte auf die Fahnen geschrieben hat. Der Europarat hat auch viel mehr Mitglieder als die Europäische Union. Ich glaube im Moment 47 Mitglieder. Also auch, Sie können sich ungefähr merken, alle die auch im Eurovision Song Contest mitmachen. Also auch Länder wie die Türkei, Aserbaidschan, Armenien sind Mitglied. Und diese Organisation ist nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet worden, um Menschenrechtsschutz zu betreiben. Deswegen das wichtigste Dokument oder das eigentliche Dokument, die Charta des Europarats, ist die Europäische Menschenrechtskonvention, EMRK, in der Menschenrechte niedergelegt sind. Das Besondere an dieser Organisation ist, dass sie nicht nur eine feierliche Verabschiedung von Menschenrechten geschafft hat, sondern auch einen Gerichtshof geschaffen hat, nämlich den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, EGMR, wieder nicht zu verwechseln bitte mit dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg, den machen wir ja noch, zwei weiter unten, also den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte geschaffen hat. Das heißt, jeder Bürger eines Staates des Europarats kann sich direkt beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte beschweren, wenn er meint, durch einen der Mitgliedstaaten in seinen Menschenrechten verletzt zu sein. Macht das Besondere dieser Organisation aus, dass die Bürger der Mitgliedstaaten ein Klagerecht haben beim EGMR. Der EGMR sitzt in Straßburg und wenn Sie mal in Straßburg sind, kann ich Ihnen auch eine Reise ins Europaviertel empfehlen. Das ist dann vielleicht nicht mehr so verwirrend, wenn Sie da sind, aber das ist so, dass das Gebäude des Europarats und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte praktisch gegenüber vom Europäischen Parlament liegen. Das Europäische Parlament ja als EU-Organ. Und der Europarat und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat mit der EU nichts zu tun. Trotzdem passt natürlich alles ins Europaviertel. Also deswegen habe ich mit Ihnen kurz den Europarat hier gemacht, um den abzugrenzen. Das nächste Organ, was wir hier besprechen wollen, ist der Europäische Rat. Der Europäische Rat ist erst durch den Vertrag von Lissabon offiziell überhaupt Organ der EU geworden. Vorher, ich glaube 1974, informell gegründet worden. Warum? Ja, Sie haben vielleicht bei den anderen drei Organen gemerkt, dass wir da gar kein Organ hatten, in dem die Chefs sitzen, ein Cheforgan, die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten. Im Rat der EU sitzen ja immer nur die Fachminister. Und war dann öfter so, dass sich der Rat der EU, die Kommission und das Parlament so ziemlich verkeilt hatten und man nicht mehr weiterkam. Und die Chefs brauchten halt auch ein Organ, wo sie auf den Tisch hauen konnten und sagen konnten, so machen wir das jetzt, jetzt mal alle in eine Richtung marschieren. Und in diesem Zusammenhang ist der Europäische Rat geschaffen worden. Jetzt, wenn Sie in den Vertrag gucken, Artikel 15 ist der geregelt, gibt die politischen Zielvorstellungen vor. Und steht auch ausdrücklich drin, und das ist wichtig, das ist eben die Abgrenzung zum Rat der EU, es ist kein Gesetzgebungsorgan. Also an der Gesetzgebung der EU ist der Europäische Rat nicht beteiligt. Der Europäische Rat hat einen Präsidenten mit einer Amtszeit von 2,5 Jahren. Wissen Sie, wie der im Moment heißt? Immer komisch, wenn man den Präsidenten der USA kennt, aber nicht den EU-Präsidenten. Aber ja gut, vielleicht nicht ganz so bekannt. Also zurzeit ist das Donald Tusk. Der vertritt die EU bei der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik nach außen und koordiniert auch die Sitzungen des Europäischen Rats.
Er hat auch, der Europäische Rat als Organ schlägt dem Europäischen Parlament den Präsidenten der Kommission vor. Das haben wir ja im letzten Video schon kurz besprochen. Das ist jetzt das aktuelle Thema, dass der Europäische Rat, also die Staats- und Regierungschefs, einen Kandidaten für den Präsidenten der Kommission, also den Nachfolger von Juncker, vorschlagen müssen. Das Parlament muss den dann bestätigen oder muss den dann wählen. Also müssen sich im Prinzip beide Organe irgendwie abstimmen. Im Moment ist gar nicht absehbar, wie das funktionieren wird, denn der Europäische Rat ist wohl offenbar nicht willens, Manfred Weber vorzuschlagen, den Spitzenkandidaten der EVP, der stärkste Fraktion nach der Europawahl geworden ist. Auf der anderen Seite kann sich das Europäische Parlament aber auch nicht auf irgendeinen einigen, wo sie dann dem Europäischen Rat sagen würden, bitte schlag den jetzt mal unbedingt vor. Also das Ganze wird noch spannend, da wird wahrscheinlich alles Mögliche an Kuhhandel noch betrieben. Wir werden ja auch, es gibt noch andere Ämter, die zu vergeben sind, werden wir gleich noch sehen, zum Beispiel EZB-Präsidenten, auch ein sehr wichtiges Amt. Okay, aber das bleibt abzuwarten. Wie setzt sich der Europäische Rat zusammen? Ich habe es schon gesagt, da sitzen die 28 Staats- und Regierungschefs drin. Vielleicht noch mal kurz, was ist der Unterschied zwischen einem Staats- und einem Regierungschef? Je nachdem, wie ein Land verfassungsrechtlich organisiert ist, ist entweder der Staatschef der Chef der Exekutive oder der Regierungschef. Also in der Bundesrepublik zum Beispiel ist der Regierungschef der Chef der Exekutive, nämlich der Bundeskanzler und nicht der Staatschef, der Bundespräsident. In Frankreich ist das anders, da ist der Staatschef, ist der Staatspräsident auch Chef der Exekutive. Deswegen kommt aus Frankreich Macron als Präsident dahin und nicht der Ministerpräsident und aus Deutschland Bundeskanzler, Bundeskanzlerin. Also jeder Staat entsendet seinen Chef der Exekutive. Mal ist das der Regierungschef, mal der Staatschef in den Europäischen Rat. Im Europäischen Rat sitzen dann noch drei EU-Spitzenbeamte, also der Chef der Kommission, der Präsident der Kommission, zurzeit Juncker, die europäische Außenministerin Federica Mogherini und als drittes der Präsident des Europäischen Rats selbst, also Donald Tusk. Das sind die drei EU-Beamten, die da noch drin sitzen. Also zurzeit hat der Europäische Rat dann 31 Mitglieder. So, dann haben wir als nächstes Organ noch den Europäischen Gerichtshof. Der Europäische Gerichtshof hat die typische Justizfunktion. Das heißt, wie es heißt es so schön in Artikel 19, er sichert die Wahrung des Rechts bei der Auslegung und Anwendung der Verträge. Er setzt sich zusammen aus unabhängigen Richtern, einer pro Mitgliedstaat im EuGH. Und da gibt es noch das Europäische Gericht, EuG. Das hieß früher mal Europäisches Gericht erster Instanz. Das fanden die aber nicht so schön, weil die nicht so ein Amtsgericht nur sein wollten, sondern wollten halt auch ein wichtiges Gericht sein, deswegen haben sie sich, dann heißt es jetzt nur noch Europäisches Gericht, macht es für Studierende nicht leichter, weil man jetzt den Europäischen Gerichtshof und das Europäische Gericht voneinander abgrenzen muss. Die Kompetenzzuweisung ist ein bisschen kompliziert, aber man kann vielleicht vereinfacht sagen, dass die spannenden Fälle zum EuGH kommen und das Tagesgeschäft beim EuG landet. Der Sitz dieser beiden Gerichte der EU-Gerichtsbarkeit ist in Luxemburg. Also auch da nochmal bitte, daran kann man sich auch nochmal merken, den Unterschied zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, EGMR. Der EGMR sitzt ja in Straßburg und der EuGH sitzt in Luxemburg. Sonstige Organe. Das wichtigste sonstige Organ, was die EU noch hat, ist die Europäische Zentralbank, EZB, geregelt in den Artikeln 282 folgende AEUV. Die Europäische Zentralbank bestimmt ja die Geld- und Zinspolitik in der EU, hat also zumindest für die Eurozone, muss auf die Preisstabilität achten. Das ist ihr oberstes Ziel. Und im Rahmen dieses Mandats der Preisstabilität kann sie auch die Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten unterstützen. Die EZB ist unabhängig und der Sitz der EZB ist in Frankfurt. Aufgrund der Unabhängigkeit der EZB ist die Position des Präsidenten der Europäischen Zentralbank, zurzeit Mario Draghi, muss jetzt auch neu besetzt werden, auch eine sehr wichtige Position in der EU. Das heißt, wenn man überlegt, es ist ja eine Diskussion, dass Jens Weidmann, der Präsident der Europäischen Zentralbank werden könnte, dann ist natürlich kaum vorstellbar, dass dann ein anderer Deutscher, nämlich Manfred Weber, auch noch Präsident der EU-Kommission wird. Also so muss man ein bisschen das Personaltableau sich dann auch angucken. Gut, dann gibt es noch den Europäischen Rechnungshof, den Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen. Wen das interessiert, der kann in die Artikel 285 folgende und so weiter reingucken. Gut, was haben wir in dem zweiten Teil dieses Videos zu den Organen gemacht?
Wir haben uns vier Organe angeguckt. Nein, schon falsch. Der Europarat ist ja gerade kein Organ der EU. Ich habe ihn hier nur gebracht, damit Sie ihn unterscheiden können vom Europäischen Rat und vom Ministerrat, Rat der EU. Dann haben wir den Europäischen Rat, Artikel 15, das Organ der Cheforgane, das Cheforgan mit den Staats- und Regierungschefs, politische Zielvorstellungen, schlägt den Präsidenten der EU-Kommission vor, relativ wichtige Funktion und ist praktisch das politische Leitorgan der Europäischen Union. Dann haben wir noch den Europäischen Gerichtshof als die Judikative mit Sitz in Luxemburg und als weiteres sehr wichtiges Organ die Europäische Zentralbank in Frankfurt. Und ich denke, damit haben wir den Überblick über die Organe der EU abgeschlossen. Und ich wünsche Ihnen wie immer viel Spaß beim Lernen und bis zum nächsten Mal.